Genau, das war die Eieruhr, die jetzt um 18 Uhr und 17 Sekunden gesagt hat, jetzt sind wir dran. Kacagu und Tumar Strappel, was kennen wir uns gut aus? Der Viktor hat das ja auch vorher gesagt, ich habe ein bisschen zugehört. Ich möchte Ihnen ganz kurz sagen, welche Nachrichten wir vorbereitet haben für heute Abend, 7 vor 7 bei RTL Plus. Sie erinnern sich an das schwere Unwetter in München am vergangenen Donnerstag und erst jetzt steht eigentlich fest, wie sich die Bilanz darstellt über das, was da in München passiert ist. Nur eine einzige Zahl würde ich jetzt nennen, 1600 Helfer müssen da also Tag und Nacht arbeiten, um zumindest die gröbsten Schäden zu beseitigen. Und wir haben nochmal Bilder bekommen, die nochmal so in Einzelheiten, so schlaglichtartig zeigen, wem da was alles wie kaputt gegangen ist. Zweites Thema heute Abend, die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich und zwischen Deutschland und Belgien sind ja ab heute Morgen 6 Uhr weggefallen. Man kann also so einfach durch die Grenze durchfahren, das heißt im Schritttempo. Manche der Autofahrer hat es einfach gepackt und der ist dann mit 40, 50, 60 Stundenkilometern an den Grenzzollbeamten vorbeigerauscht. Aber die haben das alles mit einem Augenzwinkern gesehen. Denn die neuen Schilder, die die Autofahrer darauf hinweisen sollen, dass man bitte langsam fahren möchte, die gibt es noch nicht. Die kommen erst ein bisschen später. Und weil nun die Grenzen weggefallen sind, hat man sich in Bonn heute darüber Gedanken gemacht, was soll eigentlich der fälschungssichere Personalausweis, der ab Ende 1985 in der Bundesrepublik eingeführt werden soll, dieser maschinenlesbare Personalausweis, hat er überhaupt noch einen Sinn? Auch darüber heute Abend mehr in 7 vor 7 von RTL Plus. Am Wochenende gab es ja wieder verstärkt Gerüchte. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Franz Josef Strauß wurde nun doch endgültig nach Bonn gehen. Diese Spekulationen sind ja nun wahrlich nicht neu. Und zwar als Vizekanzler. Als Minister also ins Kabinett von Bundeskanzler Kohl, ohne ein bestimmtes Ressort, nur als Vizekanzler. Heute war CSU-Vorstandssitzung in München und Strauß hat hinterher gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute wollen. Ich weiß davon nichts. Ich bin bei der letzten Landtagswahl in München bis 1986 gewählt worden, auch als Ministerpräsident. Und nun ist man genauso schlau wie vorher. Auch darüber heute Abend in 7 vor 7 bei RTL Plus. Der drittgrößte Heroinfund, den hat man jetzt in Bayern gemacht auf einem Autoparkplatz. Wir haben da Bilder bekommen. Und das Ganze liest sich eigentlich wie die Story zu einem neuen Kriminalfilm. Und ich bin sicher, aus dieser Story wird auch noch ein Kriminalfilm gedreht werden. Wert des Heroins 60 Millionen Mark auf dem Schwarzmarkt, natürlich. Dann natürlich wieder ein Bericht und Hintergründe zu dem Streik in England, sowohl der Kohlenarbeiter als auch der Docker. Die LKWs können nicht mehr über den Teich, das heißt über den Ärmelkanal fahren. Die Reisenden sind noch relativ gut davongekommen heute. Da gibt es keine Behinderungen. Viele andere Meldungen aus dem In- und Ausland, natürlich auch zum Sport. Da nur ein einziger Hinweis, Franz Beckenbauer, der tingelt ja so rum von einem Sportplatz zum anderen und spielt da Fußball. Das macht er natürlich nicht umsonst, er kriegt eine Menge Geld dafür. Der ist relativ billig, der Junge, für die Sekunde. Dann können Sie nachher ausrechnen um 7 vor 7, was dann anderthalb Stunden kosten. So, das war's eigentlich. Jetzt müsste eigentlich gleich die Helga kommen und Ihnen sagen, was für ein Spielfilm heute Abend gespielt wird. Nur, die Helga, die hat sich ein bisschen verplaudert, steht draußen an der Kaffeebar, trinkt Kaffee. Soll man ja Kaffeetanten auch so lassen. Deswegen übernimmt jetzt Viktor ihren Job. Ich muss jetzt an dieser Stelle eingreifen, denn Helga nun als Kaffeetante zu bezeichnen, ist eine Unverschämtheit, Herr Meiser. Würden Sie das eventuell zurücknehmen? Nee, ich hab das nicht das so kann ich nicht auf gemeint. Ihr sitzen lassen, denn wir haben uns vorher abgesprochen, dass ich den Film anderes mache, weil ich das auch lernen muss. Also ich weiß es nicht, ob mein Mikro das wahrscheinlich zu, nur Helga hat gesagt, mit mir arbeitet sie nie mehr zusammen. Ja, das ist in Ordnung. Ich übrigens auch nicht. Ich spreche mich offiziell von Ihnen los. Film anderes. Heute Abend, 20.30 Uhr, gibt es natürlich im RTL-Kino wieder einen spannenden Spielfilm. Und zwar diesmal in den Hauptrollen mit Anthony Quinn und Shirley, ich habe meiner Bessie gesagt, Shirley MacLaine. Und da geht es um einen Journalisten, der einen Film gedreht hat. Und da ist jemand drauf, der da gar nicht so gern drauf sein möchte. Und der versucht nun, diesen Film in seinen Besitz zu bekommen. Mehr erzähle ich nicht. Schauen Sie einfach um 20.30 Uhr RTL Plus. Hitzewelle. Ich stehe hier am städtischen Badestrand mit zwei charmanten jungen Damen, die offensichtlich ein Mittel gegen die heutigen Rekordtemperaturen gefunden haben. Ja. Entschuldigen Sie, Mr. Reynolds? Ja? Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Ich bin auf Ihrem Film. Das ist doch nicht schlimm, oder? Doch, es ist schlimm. Ich bin hier mit meiner Freundin. Ich bin verheiratet. Harry, wie lang soll der Bericht über die Hitzewelle sein? Den kannst du vergessen. Was heißt das? Es gab einen Gefängnisausbruch. Nichts davon gehört? Deswegen haben wir den ganzen Nachmittag nach dir gesucht. Thank you.
Willst du viel? Spül mit Priel. Clip-Tipp, das ist jetzt bei uns das Stichwort. Das heißt, wir stellen in der Sendung jedes Mal ein Video vor, das uns besonders aufgefallen ist. Wir stellen einen Titel vor, der uns besonders aufgefallen ist. Ein Video, das besonders technisch aufwendig gut gemacht worden ist oder auch besonders schlecht gemacht worden ist. Also irgendetwas, das aus der Reihe fällt. Und es fällt zum Beispiel aus der Reihe, wenn ein deutscher Interpret in Englisch singt und ein Video macht. Denn in Deutschland ist das einfach immer noch nicht üblich, dass zu jedem neuen Titel sofort auch ein Clip produziert wird. Dass es sich lohnt, das haben Nena bewiesen zum Beispiel. Das hat bewiesen die Spider-Murphy-Gang. Und das hat auch ein Mensch bewiesen, der internationale Musik macht seit einiger Zeit, Sohn eines ganz berühmten Vaters ist, großen Erfolg hatte vor einem Vierteljahr, vor einem halben Jahr mit einem Titel, der ist Black and White, den hat er zusammen mit Patrick Gammon gemacht. Ich rede natürlich von Tommy Fuchsberger. Jetzt versucht er es alleine, allerdings nicht unter dem Namen Fuchsberger, möglicherweise, weil er sich sagt, ich möchte nicht, dass ich nur erwähnt werde, weil mein Vater nun so berühmt ist. Aber trotz alledem weiß es jeder und deshalb ist es sowieso wurscht. TMF nennt er sich, nennt er seine Gruppe, der Titel California Cadillac. As if she doesn't care, she cruises down the boulevard.